Everything changes. Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der Bitsim Koi 66. Das letzte Mal haben wir da die Raffinerie in Betrieb genommen. Und heute will ich da eigentlich die Werkstatt auf dem Hof bringen, kaufen. Und es ist gar nicht so einfach, da einen Platz zu finden. Ich habe mir jetzt hier diesen neben der Tankstelle ausgesucht, hier vorne. Da wäre eigentlich Platz. Da werden wir sie mal platzieren, denke ich. Oder auch nicht. Entweder so oder wir drehen das gute Stück. Ich weiß nicht, was sich besser macht nachher. So steht sie mir eigentlich fast zu weit raus. Wenn ich sie so drehe, wäre das eigentlich fast optimal. Noch ein Stück zu mir, ein Stück nach hinten. Dann kann ich da eigentlich schön vorbeifahren. Jo. Platzier mal was richtig hier. Wieso wird denn das jetzt nicht mehr grün? Jetzt da. Noch ein Stück nach hinten. Wir hätten natürlich den Baum umhauen können. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Hä? So. Okay, das sollte da nicht weiter stören. Wenn nicht, reißen wir das Ding hier wieder ab. Nö, sieht gut aus. So, 28.000 weg. Und wenn wir schon dabei sind am Geld ausgeben, setzen wir uns da gleich noch so einen Kercher hin. Dann können wir hier gleich die Geräte auch noch waschen. Konfigurieren, waschen und vielleicht nachher sogar tanken. So. Okay. Das sieht doch erstmal schon gut aus. Wir holen gerade mal einen Traktor. So, da können wir richtig das Fett und Öl abwaschen. Das versickert dann gleich im Boden. Dann sind wir es nämlich los. Brauchen wir keine Sickergrube machen hier und einen Ölabscheider. Nö, nö. So. Da können wir mal die Geräte waschen. Das ist cool. Das funktioniert. Es ist eigentlich jetzt schon wieder gleich zum Ernten. Zeit läuft immer noch schneller. Wir wollen natürlich hier ein bisschen vorankommen. Ich habe es 15 Mal schneller laufen lassen, damit wir die nächste Ernte einfahren können. Es wird jetzt das erste Mal eigentlich so sein, damit die Zeit vielleicht ein bisschen schneller läuft. Und irgendwann werden wir natürlich mit der Arbeit nicht mehr hinterherkommen. Und dann sind wir froh, wenn wir da in Echtzeit spielen können. So, noch das Gewicht und dann sieht das Ding wieder aus wie neu. Bis wir vom Hof fahren durch eine riesige Matsche Fitze und jo, dann ist das Ding halt wieder dreckig. Und es gibt ja auch eine Waschanlage, habe ich jetzt noch nicht installiert, habe ich auch eigentlich gar kein Geld momentan dafür. So cool, das Ding ist gewaschen, das Ding ist sogar leer hier, toll. Wir stellen es trotzdem rein, bis wir dann wieder die nächste Saat andrillen wollen. Wer ist denn, vielleicht können wir denn schon selber was produzieren, vielleicht müssen wir dann noch was kaufen. Saatgut meine ich. So. Aber jetzt ist ja wieder so lustig mit dem Abkoppeln. Das geht nicht, muss erst wieder runterlassen. Also, lassen wir es runter und klappen es wieder auf, zu. Und jetzt geht's, alles klar. So, der ist eigentlich gut. Ich habe noch gar keinen Platz eigentlich für meine ganzen Geräte gemacht.
Die haben eigentlich noch gar keinen festen Platz bekommen. Der kommt jetzt mal hier hin. Der wird dann, glaube ich, nicht da stehen bleiben. Das gefällt mir jetzt schon nicht. So, wir haben gesagt, das ist eigentlich schon wieder gleich zum Ernten. Wir müssen eigentlich den Mähdrescher schon parat machen. Ich weiß nicht, eigentlich lohnt es nicht, den zu waschen. Der sieht gleich wieder genauso aus. Aber wir fahren den mal Richtung Feld. Machen da mal das Zeug hier aus. Seht ihr? Und sobald ich vom Hof fahre, ist eh alles wieder umsonst gewesen. Da wollte gerade sagen, diese blöde scheiß Bahnschranke werde ich gleich mal abreißen. Die wird gleich mal fällig sein, aber ich fahre ich fast jedes Mal gegen, wenn ich vom Hof runter will. Okay. Lassen wir den Anhänger hier im Matsch stehen. Puh. So, dann machen wir hier das Zeug parat hier. Alles ist aufgeweicht. Wir konnten hier gar nicht. Oh. What? Mach mich nicht irre. Wieso steckt denn der jetzt fest? Hallo? Oh Mann, ey. Ja, okay, alles klar. Ich glaube, ich brauche einfach einen Traktor, um den ganzen Zeug hier immer rauszuziehen. Wir haben die Abschleppstange noch gar nicht demontiert. Wir brauchen sie eigentlich ständig. So, jetzt dachte ich, jetzt mache ich gleich das Mähwerk hier vorne ran. Aber das war, glaube ich, nichts. Kann ich das? Kann ich den da so rausziehen? Ich glaube schon. Also, gehen wir mal erst. Okay, das funktioniert. Okay, alles klar. Wir lassen den mal kurz hier stehen, bis wir das Mähwerk da montiert haben. Wahrscheinlich ein ungünstiger Ort hier. Auf jeden Fall. Wow. Ich werde es wahrscheinlich wohl runterkriegen, tue ich's. Jetzt fahre ich dann nämlich schon meine Ernte dann kaputt. Okay, werden wir da noch gerade die Welle montieren. Komm schon. Will er nicht. Jetzt. Naja. Okay, das lassen wir mal so. Der bleibt jetzt, glaube ich, gerade mal hier stehen. Den werden wir, glaube ich, demnächst sowieso gleich wieder brauchen hier. So, dann machen wir noch ein parat. Warte mal. Den können wir. Jetzt können wir mal gleich konfigurieren. Was haben wir jetzt? Den mit, das ist der einzige Traktor hier, der John Deere mit den Zwillingsbereifungen. Den lassen wir gerade mit der Drille so stehen. Den hier, da werden wir gleich mal den Ladewagen montieren und andere Räder. Andere Räder drauf machen, da mit den Radgewichten gefällt mir eigentlich nicht. Breitreifen, Pflegebeibung, Standard. Wir nehmen da mal die Breitreifen, konfigurieren. Müssen wir jetzt einmal zahlen? Oder 500? Eigentlich sollten wir nachher nichts mehr zahlen müssen. Okay. Breitreifen. Okay, haben wir. Sieht auf jeden Fall besser aus. So.
wieder das Gewicht dran. Ich glaube, das Gewicht wäre schon nicht schlecht, wenn wir da mit den Ladewagen unterwegs sind. Machen uns den Ladewagen noch parat. Und dann haben wir eigentlich schon ziemlich Material wieder da. So, und dann habe ich gesehen, es gibt einen anderen Weg zum um den Kompost zu verkaufen. Ich muss da nicht über die Schnellstraße fahren. So, okay. Ladewagen haben wir. So, das sieht eigentlich, glaube ich, hier gar nicht schlecht aus. So. Können wir nämlich da die Deichsel da, oder wie das heißt, bisschen angleichen an unserem Fahrzeug. Sage ja, gerade gewaschen und jetzt schon wieder im Dreck drin. So, dann können wir eigentlich die ganze Sache gleich mal starten. Was haben wir noch? Den zum Abfahren. Okay, und dann haben wir noch die Drille. So, und jetzt machen wir es eigentlich so. Jetzt lassen wir eigentlich die Zeit ganz normal weiterlaufen. Jetzt wäre das natürlich vom Vorteil, wenn wir... Jetzt sehen wir eigentlich da Wachstumsstufe. Ist jetzt gerade die erste Erntereife. Jetzt gibt es da noch nicht so viel. Wenn es dann wirklich tief orange ist, sollten wir eigentlich mehr Ertrag draus bekommen. Jo. Jetzt muss ich eigentlich... Wer läuft da noch? Irgendwo ist da noch ein Traktor an. Genau. Aber ich denke, wir starten trotzdem. Mitten der Erde jetzt ein bisschen vorankommen. Können dann gleich wieder anfangen, das Stroh aufzunehmen, zu drillen und so weiter. Also, wir starten mal das Vehikel, machen da mal den Helfer. Umschalttaste und H war das nämlich, genau. Jetzt ist eigentlich der normale Helfer. Kennen wir eigentlich Vorgewende? Vorgewende ist eigentlich an. Okay, was eigentlich nicht an ist, ist Stroh, sehe ich gerade. Super. Wir wollen natürlich Stroh sammeln. Jawohl. Das gefällt mir besser, sonst brauche ich nämlich auch keinen Ladewagen. Okay, die ersten 1000 haben wir schon im Bunker. Sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, wo ist er denn? Hier ist er. Ladewagen machen wir gleich mal parat. Wenn wir gleich hinterherfahren, können wir nämlich wieder Kompost produzieren. Das gibt natürlich einen Haufen Geld. Aber hier mit dem Schlamm... Ja, okay, ich habe da natürlich jetzt fette Schluffen drauf gemacht. Vielleicht geht's. Ah. Kann es nicht starten, weil ich noch was vergessen habe. So. Jetzt läuft er. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das da hinten funktioniert. Jetzt habe ich ja da eigentlich... Puh, das wird aber sehr dreckiges Stroh werden hier. Hier hinten habe ich jetzt das Feld getrennt quasi. Da habe ich jetzt einfach ein Stück Gras lang gemacht. Okay, das scheint zu funktionieren. Es war hoch, das Gras, aber wir haben es so getrennt.
Das reicht mir eigentlich. Vielleicht wird es später wird's dann wieder ein riesiges Feld werden, wenn wir da mehr haben. Aber momentan wird es erstmal so bleiben. Super, wenn ich jetzt so wende, mache ich natürlich das andere Feld kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Naja, alles werden wir halt nicht aufsammeln können, aber das meiste schon. Und das ist jetzt hier gerade das Stück, was am schlammigsten ist. Nachher wird es dann wieder besser, wird es trockener. Aber gerade hier an der Kante, wir sehen, der Drescher hat da auch recht Probleme. Wir sollten einen Drescher kaufen mit, wo wir Doppelbereifung drauf machen können oder Ketten. Raupenfahrwerk. Gut, dann werde ich mal hier weiter ein bisschen schuften und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.